da hinten mit so einer Truhe rennen, die ja eigentlich den Schalter quasi symbolisiert. Dann nach da hinten irgendwo laufen und dann. Was muss man denn dann machen? So zu diesem Flugzeug. Ich hab keine Ahnung. Nochmal so einer. Zauber! Blitz 3 bitte. Putzel ihn! Yeah! Und gleich dürfen wir uns einmal wieder mit Trinken heilen. Ja, gut, klappt. Und gut, dass wir damals so viele Tränke gekauft haben. Brauchen wir jetzt alle. So. Objekte. Tränke. Nochmal, dann nochmal. Und nochmal. So, passt. So, jetzt aber nach hinten zum Flugzeug laufen. Ich glaube, wir müssen zum Flugzeug. Sieht aber ganz gut aus. Hey, bist du dir sicher, dass das hier der richtige Weg ist? Das ist eine Sackgasse. Ah, oh, bin ich falsch abgebogen? Du verdammter Narr, was zum Teufel machen wir jetzt? Bald werden sie uns haben. Hey, Partner, du deckst mir besser den Rücken bis zum Schluss. Okay. Beweg deine Füße und Hände und benutzt dann den Kopf, um aus dem Stuhl rauszukommen. Okay. Ich sehe auf jeden Fall, da liegt irgendwie so eine Art Schlüssel. Den sollten wir auf jeden Fall schon mal nehmen. So nicht. Wie kriegen wir den jetzt zum Kopf hin? Oder sowas, oder zu den Händen? Vielleicht mit Kopf und Beine? Ja, sie macht irgendwelche Yoga-Übungen. Versuch's mit einer anderen Abfolge. Versuche zwei Bewegungen zu kombinieren. Okay. Und? Hey. Jetzt den Kopf runter. Kopf runter. Wie lange auch tiefer den Atem anhalten kann. Hey. Nein, so nicht. So. Ich versuche gerade Beine und Kopf zusammenzudrücken, aber irgendwie klappt das nicht so ganz. Da, jetzt. So, und nun das zusammen mit einem der Arme zum Aufschließen. Und jetzt den anderen Arm. Ja, sonst musst du den Arm absägen, Mädel. Ganz einfach. So wie ein Saw, aber es klappt ja auch so. Mit welchem Schalter wird das Ganze ausgeschaltet? Ja, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich irgendwo hier hinten oder sowas. Ja, doch, das klappt doch super. Sie kann wieder atmen. Yeah, toll. So, jetzt aber hier irgendwie raus. Und da donnert es schon wieder. Da sind wir wieder Weapon. Ich plane irgendwie auf irgendwas zu schießen. Mit so einem Megastrahl. Ein Loch eingebaut, weil dieses da, wo tiefer auch ist. Und einfach mal so den Kopf weggeballert. Hat das den geblutet? Interessant. Was würdest du tun? Hey! Mach das auf! Erst schließt sie
ihr mich in diesen Raum ein und dann wissen Sie, dass ich hier wieder aufschließe. Und dann habe ich jetzt versehentlich weggedrückt, sonst hätte ich es auch vorgelesen. So, und jetzt können wir hier einfach runterklettern. Ja, das klappt doch ganz super. Ganz super klappt das. Oh nein, da kommen die schöneren Soldaten. Nein. Weg hier. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Hier nochmal. Aha, er ist runtergefallen. Schon doof, wenn man nicht klettern kann. So, und runter, und runter, und runter. Ne, ich glaube, das war so nicht richtig. Oder? Ja doch, sie hat's überlebt. So, nun, wo bin ich jetzt hier? Wo bin ich denn hier? Ich weiß es nicht. Bin ich auf der Kanone? Ist das richtig? Gehen wir mal lang. Sieht stark nach der großen Kanone aus, ne? Ich bin mir da aber gerade nicht so ganz sicher, aber ich glaube schon. Dann sollen wir tatsächlich bis zum Ende der Kanone laufen? Anscheinend ja. Sister Ray. Wer ist denn Sister Ray? Hm. Wollen wir da drüben hin? Ja. Dann laufen wir mal auf den Lauf der Kanone. Bis ans Ende und dann gucken wir mal. Nicht, dass die uns da auch noch wegpusten. Unser kleines Versteckspiel endet hier. Die Hinrichtung mag vielleicht daneben gegangen sein, aber der Tod durch einen Sturz aus dieser Höhe ins Wasser könnte trotzdem aufregend werden. Warum ohrfeigt sie die? Hochnäsig, bis zum Schluss. Hör auf, mich zu schlagen, du alter Trampel. Drücke die Kreistaste. Zurückgeschlagen. Nochmal Klatsch. Und nochmal. Aua, das hat wehgetan. Du! Ja, Schlampen catchen bis zum Schluss hier. Aua. Und nochmal. Und nochmal. Los, mach hinne. Geht doch. Das war mal ein epischer Bosskampf. Gott! Das kann ich nicht ausstehen. Was hat die denn überhaupt für einen Ausschnitt, meine Güte? Schafft sie fort. Jetzt ist es an der Zeit, offene Rechnungen zu begleichen. Ich lasse dich fallen, wenn du nicht ruhig hältst. Lauf. Lauf zum Ende der Kanone. Yay. Was auch immer. Ach, da ist Perrit. Wie kommt denn der jetzt darauf? Wir haben sie einfach mal das Luftschiff gekapert. Ich glaube, es hackt. Und yay, daneben. Nicht gekriegt. Ach doch, verdammt. Und da fliegen sie mit dem Luftschiff und rufen uns davon. Das ist ja gar nicht nett. Gar nicht nett. Also schon wieder ein Flugzeug geklaut. Hat das keine Kanone an Bord? Jetzt könnte es ja das Ding da mal pusten, na, die Kanone. Braucht ja eh keiner. Bist du okay? Meine Wangen schmerzen etwas. Vergiss es. Was soll das alles? Tja, ich kümmere mich später um die Einzelheiten. Jedenfalls gehört das Luftschiff, Ivan, jetzt euch. Aha, da ist eine Tür. Okay, das hätte ich niemals erkannt. Dann gehen wir da auch mal durch. Ach, da sind wir. Okay. Da kommen wir hier wieder zurück. Okay. Alles ist okay. Okay, 1, Operation. Gehen wir mal zur Operation.
Dekoration sieht auch irgendwie richtig aus. Oder auch nicht. Okay. So, dann gehen wir mal hier zum Cockpit. Der Cockpit soll in anderen Richtung sein, okay. Verdammt, warum hast du mir nicht gesagt, dass du ein Luftschiff steuern kannst? Ich dachte, Tifa sei für immer verschwunden. Tut mir leid, aber ich musste den Feind irgendwie täuschen. Kommt schon, alle warten. Wie alle? Alle? Alle sind hier? Ja, das finden wir jetzt mal heraus, ob auch alle hier sind. Willkommen in meinem Luftschiff, die Alvin. Yay. Wir haben ein Luftschiff. Was ist los? Du solltest wirklich mehr Interesse zeigen. Sid. Ja. Nicht genug Besetzung. Und wo ist Vincent? Ach, da ist Vincent. Hallo Vincent. Bin so froh, dass es dir gut geht, Tifa. Yay, jemand ist froh, dass es mir gut geht. Willst du andeuten, dass wir ohne Claudi stark genug sind? Meinst du, wir können den Planeten nicht alleine retten? Der Meteor kommt unverhofft und in einer solchen Situation weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich bin völlig überfordert. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Reiß dich zusammen, Tifa. Komm, lass uns darüber nachdenken. Von diesem Zug kommen wir nie herunter. Wenn Cloud doch nur hier wäre, dann wäre alles in Ordnung. Cloud würde auf seine freche Art dastehen und uns sagen, was wir tun sollen. Er würde sagen, alles unter Kontrolle, Tifa. Tifa. Warum bist du so zu so einem Feigling geworden? Tut mir leid, Merrick. Ich bin auch irgendwie geschockt. Ich bin so deprimiert. Und Tifa, wir dachten alle, dass es Cloud war, weil... Ich weiß. Deshalb will ich sicher gehen. Deshalb muss ich ihn nochmal sehen. Okay, und wie machen wir das? Ich will, dass du weißt, dass ich keine Abneigung gegen ihn hatte. Aber ich muss sagen, er war ein komischer Kauz. Gerade wenn du dachtest, er sei cool, dann tat er sowas verdammt Idiotisches. Und wenn du dachtest, er sei gerissen, zeigte er, wie wenig gesunden Menschenverstand er hatte. Alles an ihm, von seinen Bewegungen bis zu seiner Sprache, war irgendwie seltsam. Jetzt im Nachhinein kann ich verstehen, warum er so war. Tja, wenn du am Leben bleibst, dann siehst du ihn vielleicht eines Tages wieder. Also Kopf hoch, Schwesterchen. Ja, wie ermutigend. Ich werde ihn irgendwann sehen. Wenn wir herausfinden, wo er ist, bringt uns die Eiwen im Handumdrehen dorthin. Vielleicht. Cloud steckt immer noch tief im Nordkrater, wo der Boden aufbrach und ihn verschluckte. Tief unter der Erde begraben. Tief unter der Erde? Sprichst du vom Lebensstrom? Der Lebensstrom wird manchmal an die Oberfläche ausgeschüttet, und zwar durch Risse im Meeresboden. Ich habe gehört, dass es einen solchen Ort gibt. Aha. Vielleicht, nur vielleicht, ist Cloud. Okay. Was hat Barrett noch zu sagen? Was? Muss Cloud denn immer dabei sein? Am Anfang lief's doch auch gut ohne ihn. Hä? Und was ist mit dem harten Mädchen, das sie kannte? Wohin ist sie verschwunden? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber was hat er noch
zu sagen? Kommt hoch, Tifa. Okay, was hast du noch zu sagen? Bin so froh, dass es dir gut geht, Tifa. Okay. Gut, was ist mit dem hier? Pilot im Training, Level 3. Ah, Captain Seed. Entschuldige, Tifa, aber ich muss dir gerade zeigen, wie man ein Luftschiff landet. Mach dir keine Sorgen, dauert nur eine Minute. Boom, und Tifa. Egal welche Ziele du verfolgst, du musst vorbereitet sein. Geh auf dein Zimmer und bereite dich auf unsere Operation vor. Okay, dann gehen wir mal in unser Zimmer. Wir müssen einfach unser Zimmer suchen. Tja. Könnte denn unser Zimmer sein? Steht hier Chocobo? Hä? Extra Quartier für Chocobos? Hä? Als ob Rufus das interessiert hätte, ob er Chocobos an Bord hätte. Und hier geht es irgendwo rein, hier vielleicht noch? Nee, auch nicht. Da ist eine Leiter oder sowas. Kann ich auch nicht benutzen. Hier ist eine Leiter oder sowas. Kann ich auch nicht benutzen. Gehen wir nochmal in den Operationsraum. Besprechungsraum. Liegt mit Operation zu tun. Was hast du denn zu sagen? Danke, Tifa, gute Arbeit. Hä? So, kann ich mein Team noch zusammen winksen. Dann holen wir noch Vincent an Bord. Okay. Was steht hier? Nur in Phase. Hier steht, ja, World Championship irgendwas. Gut, was ist das? Hier geht es nur noch links lang. Und hier hoch, da war ja dann nur quasi dieser, das hier. Das ist jetzt auch nicht wirklich hilfreich. Ob Zip wohl dem einen da jetzt das Fliegen beigebracht hat? Gehen wir doch mal gucken. Los. Aha, geht doch. Hast du es ihm beigebracht? Okay, du signalisierst einfach, wenn du bereit bist, mit Höchstgeschwindigkeit zu fliegen. Ich bin bereit. Wir fliegen. Ja, es geht los. Du bist jetzt ein Pilot Level 4. Super, hat ein Level abbekommen. Okay, wir können tatsächlich selber fliegen. Wow. So komme ich hoch und runter. Und... nee, das war falsch. Aha, so öffnet sich das. Okay. Dann müssen wir ihm hier nochmal sagen, dass wir fliegen wollen. Das habe ich immer noch nicht... wir bewegen uns nicht. Achso. Nee, wir fliegen. So. Mal gucken. Ah, so können wir fliegen. Okay. Gut zu wissen. Was ist das hier? Ich möchte hier runter. Runter. Kann ich hier aussteigen? Aussteigen? Ja, klappt. Okay. Ach, das ist doch hier dieses Stranddings, ne? Genau. Da wollte ich aber noch mal kurz was gucken, ob wir hier irgendwo was shoppen können. Nicht an eine Bar. Vielleicht bei dem hier. Komm bitte. Wenn du nichts von mir kaufst, komm ich nicht über die Runden. Niemand anderes kauft was. So, kaufen wir mal was. Wir haben was für Dinge. Das nehmen wir mit. Ist auch okay vom Preis her. Ihm geben wir mal was, damit er ein bisschen stärker wird. Das ist eine neue Waffe für Vincent. Gucken wir auch mal. Esmine Explosion Schaden. Ah, oh, ist okay. Ist okay. Wir wissen aber immer noch nicht, wofür diese Schuriken sind. Barret? Nee, Barret nicht.
ausrüsten, Vincent. Vincent kriegt das Langrohrgewehr. Das macht jetzt auch wieder mehr Trefferschuss. Das heißt, wir können ihm wieder diese Todesschuss-Substanz geben. Aber das müssen wir dann alles mal bei Gelegenheit gucken. Ich hatte jetzt eigentlich vor, jetzt so bald den Part zu beenden. Und dann beim nächsten Mal gucken wir uns mal genauer an, wo wir denn überall hin können und was wir erreichen können und so weiter und so fort. Ich denke mal, wir werden dann auch zuerst mal in den Norden fliegen und dann nochmal den Gletscher so aus der Luft erkunden. Aber das machen wir halt alles erst im nächsten Teil. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß etc. Pipapo, ich bin euer Mammut, ich mag euch und so weiter. Tschüss.